Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu der letzten Folge Catrion 10, Craft of the Titans. Erstmal, bevor diese Folge beginnt, möchte ich mal ein wenig mit unseren Traditionen brechen und euch von vornherein schon mal sagen, Dankeschön, liebe Catrians, für die Unterstützung im Monat März von 2019, dafür, dass dieser Kanal existiert. Und alleine für diese Sachen könnt ihr schon mal unten in den Kommentaren auf jeden Fall ein wenig Lärm für die Catrians machen. Dankeschön erstmal dafür. In der heutigen Folge werden wir keinen Fortschritt mehr erzielen. Das Schwert war einfach der Pinnacle auf unserem Crafting und so weiter. Aber wir werden heute durch die Basen gehen, die es gibt. Und wir werden auch direkt anfangen. Und zwar werden wir uns direkt zur Base 50 100 0 teleportieren. Das müsste die Base von Ezekiel GM sein. Wir sehen sie hier. Upsala. Und wir können uns mal ganz kurz anschauen, was er gebaut hat. Ich glaube, er war nicht so aktiv, hat er geschrieben. Wir sehen, hier unten hat er nichts gebaut. Er war nicht weit weg von uns. Das bedeutet, er ist hier komplett oberirdisch geblieben. Wir haben hier ein paar Seeds. Ich denke mal, das hier ist Electrical Steel Seed. Das hier sieht auf jeden Fall aus wie ein Blaze Seed. Das kann man nicht anklicken, währenddessen man im Creative Mode bzw. Spectator Mode ist. Er ist auf jeden Fall auch interessant rauszufinden. Okay, aber wir haben hier auf jeden Fall ein Feldi stehen. Genau, hier haben wir ein Feld stehen. Wir haben ein Blutaltar der Stufe 3. Wir haben hier ein wenig was an Essenzen drin. Haben wir denn ein funktionierendes RS-System? Wir haben ein funktionierendes RS-System, gepowert wird mit Hilfe von Solarpanels, so wie es aussieht. Wir haben, ja, wir haben eigentlich im Endeffekt so eine solide Basis, würde ich mal behaupten. Wir haben hier auch eine Mobfalle mit Cursed Earth, durchgehend Cursed Earth, wo der vordere Teil hier am Anfang mit einem Van-System gemacht ist. Ich könnte mir vorstellen, auch da können wir wieder nicht draufklicken. Das müssten wir alles im Game Mode machen. Ich bin aber im Game Mode 3 aus guten Gründen, denn ich weiß, dass eine der Basen sehr gefährlich ist. Und das ist schlecht, wenn wir jetzt hier 15 Mal crashen, ist das natürlich super doof. Dieser Grinder hier hat ein paar Upgrades drin und das Item-Lagersystem hier scheint relativ freundlich zu sein. Okay, das denke ich mal wird sein Haupthaus werden sollen oder hätte sein Haupthaus werden sollen. Arg viel mehr sieht man da nicht. Ezekiel an und für sich nicht viel gespielt, aber er war solide dabei und er war auch ab und zu mal online. Vielleicht hat er noch irgendwo anders eine Base, die ich nicht sehe, dann tut mir das sehr leid. Aber so wie es gerade ist, ist es eigentlich auch schon mal eine Leistung, muss man sagen. So, die nächste Base ist wohl die überraschendste Base. Mit überraschendste Base meine ich wohl die Base, die uns am meisten Kopfschmerzen bereiten sollte. Wir haben hier einen Zusammenschluss von Onichan, Chris, Mia und Valdan. Ich glaube, das waren alle. Es könnte sein, dass Grimm noch mit dabei war. Valdan hat das Pack gerusht. Ich kann euch kurz erklären, wie er das Pack gerusht hat. Die Infinity Armor an und für sich, wie wir hier sehen, ist einfach craftbar durch stumpfes Farmen. Wir können die Infinity Armor durch stumpfes Farmen erreichen. Wir können danach über das Questbuch unter Extreme Craftables hier Legendary Runes abholen, die wir danach theoretisch auf Creative Items verwenden können. Ich sehe jetzt gerade hier nicht das Creative Item, das ich meine, aber es gab auf jeden Fall die Möglichkeit, sich einen Creative Cache irgendwo zu holen. Ich sehe ihn jetzt, wie gesagt, gerade hier nicht, aber es gab die Möglichkeit dafür. Das bedeutete im Endeffekt, dass man von vornherein mit dem Creative Cache Items duplizieren konnte und man eine Legendary Rune theoretisch duplizieren konnte, wodurch man sich alle anderen Sachen bauen konnte und kaufen konnte, inklusive Bilder und so weiter. Desto mehr Leute in dem Team waren, desto öfter konnten sie sich auch die Belohnung abholen. Und deswegen haben wir hier nun einen Altar, komplett maxed out mit Kristallen, allem drum und dran. Hier unten sind Acceleration Runes, ein paar Capacitator Runes und das hier sind Augmentation Runes, glaube ich. Der Altar hier funktioniert stabil und wir haben hier runter einen Blood-Tank, der relativ groß ist. Hier haben wir Endworker, die automatisch durch das Blutritual hier drüber geopfert werden. Wir haben das alles schon mal in einem anderen Projekt gezeigt. Ich glaube, in Mage haben wir uns großartig damit beschäftigt. Wir haben hier ein sehr schön gebautes Gewächshaus. Man muss dazu sagen, die Designs hier werde ich mal einfach Oni zuschreiben, denn sowas wie hier zum Beispiel würde ich Oni auf jeden Fall zuschreiben.
Wir haben hier ein Dinosaurier-Maul-Netaportal. Ich gehe davon aus, dass ein Dinosaurier-Maul sein soll, denn so sehe ich das Ding. Wir haben hier nochmal ein Feld drin, beziehungsweise eine Sache drin. Wir haben hier einen laufenden Big Reactor. Wir haben hier unten drunter, wie ihr seht, einen Pylonen mit einem Netaportal drinnen gebaut. Auch wahrscheinlich aus Onis Feder. Ich möchte keinem anderen hier irgendwelche Sachen geben. Dann haben wir hier durch die Loopgrind-Blocks Turbinen laufen, die extrem viel Energie produzieren. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die mit einem Creative-Port versehen sind an irgendeiner Stelle. Das können wir ja gerade mal gucken, von wo kommt denn hier das Zeug? Das kommt von den Creative-Tanks hier. Creative-Steam-Tanks, die die Sachen hier produzieren und betreiben. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben hier wirklich ein Creative-Tank, der das Ganze hier versorgt. Das bedeutet unendlich Steam, der zu einer Turbine gefetzt wird und dann hier unendlich Energie produziert. Hier oben, das hier ist ein sehr schön designtes Aufzugelement, denke ich mal. Darin ist ein Spawner. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hier der Spawner war. Ja, mit dem Player-Detektor, mit dem bei mir die ganze Zeit Fischis gespawnt wurden. Das bedeutet, wenn ich online kam, wurde automatisch der Spawn bei mir mit Fischen aktiviert. Hier ist braun, hier ist grün, hier ist rot, hier ist grün, hier ist braun. Und ich habe keine Ahnung, was genau hier gespawnt wird, aber ich gehe einfach mal davon aus, wir können hier in den Game Mode 1 gehen, dass es höchstwahrscheinlich ein Earth Elemental, okay, das ist ein Earth Elemental und ein Fire Elemental. Ich würde mich sehr darüber dafür interessieren, was genau am Ende des Tages da rauskommt. Sind das Elementen? Also sind das Elementsachen oder ist das... Ja, okay, das sind einfach Runen und so Zeug. Okay, sehr, sehr cool. Kann man hier aktivieren und eventuell sind die Farbcodes einfach... Ja, okay, sind für die Conduit-Sachen zuständig. Das bedeutet ein sehr, sehr schönes verkabeltes System, würde ich mal behaupten. Dann haben wir eine Ladung drüber, auch schon was anderes, was wir schon gesehen haben, und zwar deren Base. Da haben wir uns hier die Infinity-Catalysts rausgeholt. Wir haben hier oben nicht weiter reingeguckt, aber hier steht ein Infusion-Crafting von Draconic Evolution. Hier steht eine Smeltery und ich glaube, weiter unten stehen hier ein paar Neutronenkollektoren mit einer Creative Cache. Über diese Creative Cache konnte man sich, wie gesagt, alles duplizieren, was man duplizieren wollte. Ist die gerade irgendwie verkabelt? Die ist nicht verkabelt. Dann können wir das mal ganz kurz testen. Wir gehen mal kurz in den Game Mode 1. Aus irgendeinem Grund habe ich meine kompletten Items nicht mehr in der Pfote. Kann mir das jemand erklären? Okay. Haben wir jetzt einfach. Aber wir können zum Beispiel sagen jetzt, wir wollen Infinity Blocks. Infinity. So, wir suchen das ganze Ding. Hier haben wir einen Infinity Block. Guckt euch das mal an, das ist ein ganz hübscher Block. Wir legen den da rein und wir können jetzt theoretisch unendlich von den Infinity Blocks hier rausholen. Ist auf jeden Fall eine nette Geschichte. Wir machen da wieder Earth Essence rein, einfach damit da nichts Falsches ist. So, bedeutet, sobald ihr das hier habt, könnt ihr alles duplizieren, was ihr wollt. Und das ist auch der richtige Weg, dieses Pack theoretisch durchzurushen, wenn es ums Rushen geht. Wir haben hier noch allgemein ein bisschen was stehen, so Richtung nukleare Power für... Oh, das sind Uraniumblöcke. Packed Ice und Uraniumblöcke mit Thermionic Fabricatoren sind wohl die stärkste Variante, die es hierfür gibt. Wir haben hier noch einen einzelnen Raum drin, wo auch nochmal ein System drin sitzt mit einem Wireless-System. Hier ist das Autocrafting, so wie es aussieht. Und hier oben ist wohl die Storage-Einheit. Noch weiter hoch geht es hier nicht. Wir haben einen Tier-8-Core. Mich würde noch interessieren, wie hoch der Tier-8-Core ist. Slash Game Mode 1. Der Tier-8-Core hier ist gefüllt auf 1,562%. Faszinierend. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das hier ist von Ars Magica 2. Da hätte man theoretisch Zauber mit kreieren können. Hier haben wir noch allgemein ein paar Felder dran stehen. Wieder einmal eine Meisterleistung, meiner Meinung nach, von dem Design-Aspekt her. Viele von den Sachen hier sind einfach schön gemacht. Wie zum Beispiel, wie kann man nicht anders sagen, dieses Netaportal ist einfach schön. Ne? Also wirklich Props nochmal an Oni. Oni kann einfach bauen. Oder an die Person, die das gebaut hat. Wenn es eine andere Person war, die das gebaut hat. So, eine weitere Person, die bauen kann, ist der liebe Gart, beziehungsweise Gati, und der müsste in der Wüste leben. Bei dem waren wir schon mal, der hat nämlich in letzter Zeit öfter mal den Server abgeschossen. Und der müsste hier in einem Wüstentempel liegen. Der hat sich einen Wüstentempel makeovert.
Und auch hier sehen wir wieder mal ein wundervoll schönes Design. Wir haben hier Runenwerk in den jeweiligen Seitensträngen. Ich würde das schon fast ägyptisch angehaucht nennen, von der Art und Weise, wie ich die Symbole hier sehe und verstehe. Erkenne ich da so ein bisschen eine Symbolik von ägyptischen Mythologien drin. Es sieht auf jeden Fall sehr ägyptisch aus, passt natürlich auch sehr, sehr gut zu dem Sandstone-Design. Hier vorne haben wir ein Schlangenmaul, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder das Maul eines Karapios. Eternal Glass, oh, wir werden hier ab und zu zurückgesetzt. Hier haben wir von der Fire and Ice Mod ein paar Dragons. Hier haben wir Heal Box, damit man sich schneller heilt. Wir haben hier eine Erzverarbeitung. Er hat mit dem Nutrition-System gearbeitet. Bedeutet, er hat weniger auf das RS-System Wert gelegt, so wie es aussieht, und ist komplett über Nutritions gegangen. Und hier unten über eine Energiegewinnung über das Zeug. Also ist da ein bisschen unkonventionell gelaufen. Hat hier unten auch ein Feld stehen mit allen möglichen Dingen. Hat hier, wie wir schon sehen, ein sehr, sehr schönes Design. Hier oben ein paar nette kleine Rüstungen stehen. Piratenrüstung fast vollständig, Kappa. Ein einziges fehlt, dann hätte er zwei Stück, Kappa. So, hier haben wir eine schöne Truhe. Wir haben hier zwischendrin noch eine Importtruhe, so wie es aussieht. Hier unten drunter sind Beacons versteckt. Ich kann mir vorstellen, dass die zu dem Portal gehören würden. Nee, in dem Fall hier gehören die, glaube ich, dazu, dass die hier theoretisch einen Effekt raushauen könnten. Hier unten ist nichts Großartiges mehr zu sehen. Ich glaube, wir haben hier viel gemacht und gesehen, bis auf das hier. Das hier ist ein Spawner-Raum, so wie es aussieht. Eine Monsterfalle. Das sieht mal sehr, sehr beeindruckend aus, muss man mal sagen. Das sind eine Menge Mob-Grinder, die hier stehen. Und ein einziger Restored Spawner. Ich gehe davon aus, dass der einige Upgrades drin hat. Und dann reicht das komplette Ding auch theoretisch, um hier eine Monsterfalle aktiv und schön effizient zu betreiben. Sehr, sehr schön auch wieder gebaut. Ich finde das Design, dieses Theme-Design hier sehr, sehr schön. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was er nächstes Mal bauen wird. Denn das hier lässt mich dazu vermuten, dass er sich da einigermaßen Dinge überlegt, wenn er solche Sachen baut. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir gehen ohne Umschweife direkt weiter. Zwar zum lieben Herrn Enis. Der Enis hatte die Koordinaten 200. So. Enis hatte, glaube ich, nicht so lange gespielt. Das war einer unserer direkten Nachbarn. Ich glaube, den haben wir relativ schnell durch. Wir gucken gerade nach unten. Hier ist nichts. Bedeutet im Endeffekt, wir sehen nur das, was wir oben sehen. Er hat das Ritual, um Ars Magica zu betreiben. Er hat hier ebenfalls auch eine Ars Magica Runework-Sache liegen. Eine große Chest. Hat das Standard. Komplettes Standardsystemhaus, theoretisch. Arbeitet da mit den standardmäßigsten Maschinen und das war's auch schon. Arg viel mehr gibt's bei Enis nicht zu sehen. Enis auch eher inaktiv gewesen, aber in Dino-Katzen vielleicht aktiver. Ne? Sehen wir ihn da vielleicht in nächster Zeit mal. Aber selbst wenn nicht, hat das auf jeden Fall trotzdem einen gewissen Style, dass er sich mit Ars Magica beschäftigt hat. Lightning Nero. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Lightning Nero überhaupt gespielt hat. Jetzt bin ich mir sicher, er hat gespielt für 13 Sekunden. Er hat ein hübsches Ding gebaut hier unten. Ja. Yep. Er hat hier noch ein bisschen weiter gebaut. Er hat eine Höhle, er hat eine Mine, er hat ein Grundstück, das er eingezäunt hat. Ja, kann man machen. Also da gibt es leider auch nicht viel zu sehen. Das bedeutet im Endeffekt, der Rest, wer noch da wäre, wären Onkel Poppy und Flocke. Die werde ich euch aber wiederum nicht spoilern, sondern Poppy hat, glaube ich, Videos dazu und Flocke hätte es euch gezeigt, wenn sie es euch hätte zeigen wollen. Das, was ich euch heute noch zeigen kann, ist das, was wir jetzt noch nicht angeguckt haben, ist die einzige Base, in der wir immer wieder waren, und zwar ist das die C-Leicht Base. C-Leicht Base dieses Mal mit Grimm und Chonxi gespielt, glaube ich. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich würde mich allgemein mal dafür interessieren, wie es sein kann. Nee, es ist nur C-Leicht und Chonxi und er hat diese als ersten geschrieben, deswegen habe ich sie nicht gesehen. Wir haben hier auch von Ars Magica wieder die Möglichkeit, ein bisschen was zu erstellen. Wir haben hier ein paar Felder aufgebaut, wo alles Notwendige drin ist. Ich glaube, sie haben jeden Seed, den man machen kann, gebaut. Wir haben hier eine Standard-Monsterfalle vom Anfang, die später umfunktioniert wurde in einfach eine Lagermöglichkeit. Ich gehe davon aus, dass das hier mit den drei Feldern hier, ja, das war der Standard-Anfang von Chonxys Basic House. Wir haben hier Witchery, wie heißt das aus Magica, Großbäume. Wir haben einen Skelett-Spawner.
Wir haben hier unten drunter gleich mehr zu sehen, aber jetzt erstmal hier gucken, was wir hier noch haben. Wir haben hier eine Killkammer, wieder mit einer kleinen Monsterfalle. Hier war, glaube ich, am Anfang, ja, das ist ein normaler Spawnerraum, bedeutet, sie hatten hier eine komplett eigene Monsterfalle gebaut. Wir haben hier einen Maxed-Out-Altar, der oben momentan wieder Dinge opfert. Am Anfang hat er zwischendrin mal Katzen geopfert, dann hatte er eine Zeit lang Zombies geopfert, jetzt ist wieder ein anderer Spawner da. Ich kann mir nur vorstellen, was er sich diesmal ausgedacht hat. Interessiert uns das, was er sich ausgedacht hat? Komm, es interessiert uns, was er sich ausgedacht hat. Er opfert wieder Katzen. Vielleicht, danke dafür. Er opfert weiterhin Katzen. Sehr schön, sehr fein. Ja, ne? Unfälle passieren vielleicht. Kannst du dich ja mal ein bisschen schlau machen, was dein nächster Unfall so sein wird. Hier haben wir Crafting, Auto-Crafting im Allgemeinen. Hier haben wir das Infusion-Crafting von Draconic Evolution. Wir haben eine Quantum Storage. Wir haben hier ein rädernes Design, das wir ein paar Mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ob diese Structure einfach nur auto-gespawnt werden konnte oder ob die gebaut wurde. Es gefällt mir aber in beiden Fällen, dass sie rund ist. Wir haben hier einen Electrical Furnace, ein Infusion Craft, Kaffeemaschine, sehr, sehr schön. Das hier ist ein Energy Injector. Wir haben ein größeres RS-System. Wir haben eine Portal Gun, die hier dran ist, wo ich nicht durchgehen werde, weil das hundertprozentig ein Bait ist, um mich umzubringen. Hier haben wir ein paar Autocrafter. Ich könnte mir vorstellen, dass die eventuell für Dinge zuständig, genau, 14, für Dinge zuständig sind wie Essenzen. Ah ja, genau, sind sie. Da kommen die Sachen von den Essenzen herein und die werden hier über das System unten verteilt. Auch nicht schlecht, finde ich schön. Kann man mal machen. Hier haben wir theoretisch eine IC2-Crafting-Geschichte, die mit Hoppern abgebaut ist. Auch nicht schlecht gemacht. So hat man nur einen einzigen Import-Bus theoretisch, statt jede Maschine einzeln zu verkabeln mit den Hoppern. Spart man sich ein bisschen Ressourcen, wenn man sie denn nötig hat, sie sich zu sparen. Hier in der unteren Etage haben wir hier Kryo-Fluxdukte, die mit einem Lava-Tank, wahrscheinlich mit einer Netherpumpe betrieben sind. Die haben wir, glaube ich, sogar mal gesehen. Hier haben wir ein Tanky. Ich denke mal, da werden Fischis drin gespawnt für mich. Also hoffe ich auf jeden Fall. Hier haben wir eine automatische Abfarmaktion von Blumen und so Zeug. Also auch nicht schlecht. Haben wir auch schon mal in einem anderen Catrian-Teil selber gebaut gehabt. Zwar nicht mit dem Harvester, aber schön, dass man das jetzt daran sieht, dass es auch geht. Wir haben hier vorne noch den unteren Teil von den Farmen. Hier ist ein Seed-Reprocessor. Hier haben wir eine größere Drawer-Wand. Ja, das Design hier auch wieder einigermaßen schön gehalten. Hier oben haben wir den Energiekern in der Luft fliegen und ganz unten müssten wir hier eigentlich theoretisch nur eine große Lagereinheit haben. Wir haben hier wieder eine Drawerwand und haben hier eine riesengroße Diamanttruhe, die so geschützt ist und die wahrscheinlich hier oben dann dadurch verkabelt ist mit zwei Interfaces. Da wird eine Menge Zeug reingehen, denke ich mal. Ich glaube, das hat er irgendwann mal erzählt, dass da mehrere hunderttausend Items reingehen. Vielleicht in dem Fall sogar ein paar Millionen. Das ist nämlich die Maxed-Out-Variante. Gut, dann haben wir hier unten eventuell noch was. Ja, wir haben hier unten ebenfalls... Oh! Ebenfalls nochmal ein selbiges Netherportal. Ich weiß nicht, ob es kopiert war oder ob das dann eine Standardstruktur ist, die man spawnen kann, wenn das hier unten auch steht. Das gleiche hier, theoretisch, obwohl es könnte auch einfach kopiert sein, wenn ich ehrlich bin. Es könnte einfach kopiert sein von Uni oder so. Kann man ja, man kann einfach hingehen und die Sachen kopieren. Hier unten wieder die typische, C-Leicht, ich habe eine Query und ich hebe damit einfach die komplette Welt aus Aktion. Ebenfalls hier unten ein paar energieproduzierende kleine Dinger. Hier nicht mit Creative-Zeug generiert, sondern mit diesem Extreme Reactor. Gut, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, schreibt mir mal bitte gerne in die Kommentare, welche Base euch am meisten gefallen hat. Ich danke den Catrians dafür, dass dieses Projekt existiert. Ich danke euch dafür, dass ihr das Video geschaut habt. Ich danke allen Menschen dafür, die hier aktiv als Catrian oder Dino-Katze dabei sind, dafür, dass der Kanal weiter existieren kann. Und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Morgen um 17 bis 18 Uhr, ungefähr so in dem Dreh, gibt es Catrian 11. Der Start von Catrian 11. Momentan laufen die Abstimmungen auf eins der folgenden Packs raus. Es ist entweder höchstwahrscheinlich Feed the Beast Ultimate Reloaded oder es ist Dimension Zero. Bedeutet, wir sehen uns spätestens morgen wieder. Macht es gut und bis dahin, hey, wir haben unsere Items wieder zurück und unsere Pickaxe verloren. Bis dahin, erstmal ciao.